So sieht also eine Talentschmiede aus. Andere sagen auch einfach Kaderschmiede und noch andere hoffen, dass es eine Goldschmiede ist. Hofbeckerode in Hagen am Teutoburger Wald. Hier trainiert Jürgen Koschel Christina Spreje und Desperados, also jenes Paar, das seit dem Triumph in Dortmund Mitte März nur noch Shootingstars genannt wird. Die 25-jährige Studentin und der 11-jährige Hannoveraner-Hengst von De Niro. Der mächtige Rappe, der mit Falk Rosenbauer 2010 bereits Derby-Sieger wurde. Christina studiert in Osnabrück, doch derzeit wird nur noch trainiert in Hagen. Denn Olympia ist in greifbare Nähe gerückt. Ich habe Desperados bekommen, dann hat das ungefähr 4 bis 5 Monate gedauert, bis wir ein bisschen zueinander gefunden haben. Wir haben eigentlich hauptsächlich Durchlässigkeitsarbeit gemacht, also viel Basisarbeit, viele Übergänge, sodass Desperados sich einfach auf mich ein bisschen einstellen konnte und ich auf Desperados. Und so ist das eigentlich von Turnier zu Turnier besser geworden und auch die Durchlässigkeit klappt gut. Durchlässigkeit gut, alles gut. Jetzt wird für das Debüt im Grünen trainiert, bei Horses and Dreams Ende April, auf dem Hof Kasselmann, keine 100 Meter entfernt. Wichtig ist für uns, dass wir im Grunde nicht gleichmäßig arbeiten, sondern im Grunde immer versuchen, das Pferd nach dem Turnier abzutrainieren und dann in Richtung Turnier wieder anzutrainieren. Dem Pferd immer im Grunde die Gelegenheit zu geben, nach dem Turnier sich zu entspannen und dann nachher langsam die Wettkampfspannung wieder aufzubauen, dass das Pferd also nicht immer nur Lektionen geht, sondern wirklich auch Spaßprogramm hat da dabei und im Grunde nachher ganz genau weiß, es geht wieder los, dass man dann im Grunde zum Turnier wieder auf dem Höhepunkt ist. Wir haben im Grunde, versuchen wir in der Saison die Intervalle so zu halten, dass er eigentlich alle 6 Wochen Turnier geht, alle 6 bis 8 Wochen. Je nachdem, wie der Terminkalender aussieht. Und es ist eigentlich so, dass er dann mindestens 10 Tage dann im Grunde nur Spaßprogramm hat. Also Durchlässigkeitsarbeit, Arbeit auf der Rennbahn, Arbeit draußen, ins Gelände und so weiter. Und dann fangen wir erst wieder an, letzten Endes mehr Lektionen zu halten und dann auf dem Turnier dann wieder so weit zu sein, dass alles auf dem Höhepunkt ist. Da guckt der St. Georg doch gerne mal vorbei. Ein Trainingsbesuch. Also ich glaube, als Erstes, sie hat sehr viel Talent. Das ist erstmal Grundvoraussetzung für den Topsport. Und ihre Stärken sind sicherlich ihre guten Nerven, ihr gutes Einfühlungsvermögen und der Sinn fürs Wesentliche. Es ist noch ein großer Schritt bis ins Viereck in London. Aber mit der Nominierung für den Championatskader ist ein Anfang gemacht. Naja, erstmal habe ich mich riesig gefreut, dass ich im A-Kader gekommen bin. Hinsichtlich London, ich denke da eigentlich gar nicht so viel drüber nach. Ich versuche einfach gut zu reiten und einfach zu rechtfertigen, dass ich im A-Kader bin. Also das heißt, die Leistung auch zeigen kann. Und kann sie? Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Tina ins Team käme. Allerdings in meinem langen Reiterleben habe ich viel erlebt. Und das Wichtigste ist, dass das Pferd gesund bleibt und dass wir dann das Glück haben, wirklich, dass mit den Sichtungsprüfungen das so hinhaut, dass wir dann auch wirklich würdig sind, Deutschland zu vertreten. Ja. London zu reiten wäre schon ein großes Ziel. Über mehr mache ich mir noch keine Gedanken.